Ich sehe in erwartungsvolle Gesichter. Ich spüre viel Wärme und Liebe hier um uns herum. Und ich spüre auch etwas Aufregung. Und so soll es auch sein. Denn was kann es Schöneres geben, als den Menschen, den man so sehr liebt, die Ewigkeit zu versprechen? Und dieses Versprechen erwidert zu bekommen. You're the one I've waited all my life for. You're the one I'd lose it all and die for. And as the sun transforms into the moon, I pray we never lose the fire of our. Ja. Den richtigen und romantischen Ort für euch habt ihr liebevoll ausgesucht und dieses schöne Fleckchen Erde hier im Kurhaus von Warnemünde für euch entdeckt und möchtet euch hier noch einmal das Ja-Wort für ein gemeinsames Leben geben. Den formellen Teil habt ihr soeben schon erledigt. Und so haben sich einige von euch, liebe Gäste, vermutlich gefragt, was es denn mit dieser freien Trauung nun auf sich hat. Das ist eigentlich ganz einfach. Denn Eva und Klaus wünschen sich, diesen besonderen Moment mit euch allen zu teilen. Auf ihr Liebesglück gemeinsam mit euch zurückzublicken und auch gemeinsam mit euch in die Zukunft zu schauen. Denn ihr alle seid die vertrautesten Menschen und es erfüllt die zwei mit berechtigtem Stolz, so viele liebenswerte Menschen an ihrer Seite zu wissen, die teilweise auch eine weite Anreise hatten, sich heute zum Teil auch kennenlernen. Und ja, ich denke, der Tag heute wird euch, liebes Brautpaar, mit euren Familien und Freunden noch einmal mehr verbinden. Ihr habt beide mit Ja, ich will geantwortet. Somit erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau, zu Mr. und Mrs. Fricke! Yeah.
So, ich möchte euch erstmal ganz recht herzlich nochmal bedanken, dass ihr auch alle zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, wir haben einen richtig geilen Abend heute. Viel Spaß, lasst uns feiern.